So, weil ich mit neuen Runde Fly und zwar dachte ich mir, irgendwie wollte ich nochmal hier auf Legend Fly vorbeischauen. Ich muss sagen, ich war mir gestern irgendwie nicht sicher, weil einerseits dachte ich mir, boah, voll geil. Und andererseits dachte ich mir, ah Mensch, ich will keinen Server spielen mit 1,6 Milliarden Damage oder wo jetzt nach einer Woche oder wie lange ist das Server online, ich weiß nicht genau. Noch nicht so lange auf alle Fälle. Wo Leute irgendwie 1,6 oder 16 Milliarden Damage machen und so. Weil das hat nichts von Midrate. Und ich bin mir momentan so unsicher. Ich meine, es ist zwar irgendwie. Es ist zwar irgendwie interessant. Aber ich weiß es nicht. Ich bin mir irgendwie so. Ich bin mir echt unsicher. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, ob es einfach ein Top oder ein Flop ist. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Es ist. Ich muss es mir einfach mal anschauen. Ich muss noch ein bisschen spielen und das Ganze mal durch den Kopf gehen lassen, irgendwie. Ich bin irgendwie super unentschlossen bei dem Server gerade. Also normalerweise. Oh. Das ist irgendwie ein bisschen viel hier, habe ich das Gefühl. Das ist. Das. What? Okay, das ist dann definitiv keine 86er. What the hell ist denn mein Level? 85er? 5,9. Ach, ich dachte mir gerade schon, okay, irgendwas. Boah, wow, die haben nicht mal die Channel-Beschreibung geupdatet. Okay, also ich finde es zwar interessant, dass die hier wirklich, sagen wir mal, ein bisschen anderes Gameplay hier versuchen. Aber Beschreibungen updaten, come on. Ich meine, ist nicht zu viel verlangt. Okay, da das aber hier Midrate ist, Kappa, macht es wahrscheinlich auch Sinn, hier mit Lakotten zu shooten, anstatt hier irgendwie ein F-Tool zu starten oder so, weil. Warum sollte ich? Ich meine, ich kriege eh Milliarden XP. Und ich weiß es nicht. Ich bin momentan einfach nicht sicher. Ich meine, ich will den Server jetzt nicht direkt spielen, also jetzt nicht wirklich regelmäßig. Ich bin nicht mal sicher, ob ich überhaupt spielen will. Ich meine, dieses System, das es gibt mit diesem Card-Album und so weiter, das sind genau die Sachen, die mich halt wirklich auch interessieren. Und das sind wirklich Sachen, wo ich sagen muss, ich hätte Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Hier droppt man dann sogar wirklich die Donate-Coins, interessant. Jetzt droppe ich hier irgendwie alles. Oh wow, mein Pet-Filter wurde nicht gespeichert. Okay. Check the items you don't want to pick up anymore. Ja, danke. Ich will nicht, dass du gar nichts aufhebst. Nix von all dem. So. Also wie gesagt, ich bin irgendwie hin und her gerissen und ich bin mir absolut nicht sicher, was ich hier machen soll. Ich meine, grundsätzlich interessant ist es halt schon. Als haben wir sogar einen Astral bekommen. Wow. Was wird mich jetzt hier erwarten? Oh, wow. Amazing. Jo, geil. Oh, wow. Gut Server. NOL. Okay. Oh, wow, was? Wie, wa, was? Was? Was habe ich. Wa. Ich komme jetzt gar nicht ganz mit. Hä, wa, was? Ring Master fliegt durch die Welt. Yes. Aha, okay. Ach so. Ja, okay. Es ist scheinbar normal, dass man erst mal durch die Welt fliegt. Okay, also ich meine, es ist nichts, was nicht fixbar wäre. Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, die haben hier so viel. Die haben hier schon echt viele Sachen, wo ich halt echt sagen muss: Mensch, ist schon geil. Aber die haben irgendwie auch so viele Sachen, wo ich mir so denke: Oh nee, bitte nicht. Geh weg damit. Ich weiß es nicht. Ich bin so hin und her gerissen. Ich meine, ich habe so lange auf den Server gewartet, auf den Server gewartet, der genau sowas bietet. Warum ist eigentlich hier. Ach, die haben die Leistungen größer gemacht für uns 10-Nutzer. Lol. Ich meine, dieses Server bietet halt gerade so Sachen, wo ich mir denke, geil, die französischen Features wollte ich schon immer mal haben. Keiner hat schon bisher übersetzt und so. Deswegen konnte man es halt einfach bisher eigentlich nie wirklich spielen. Oder nutzen zumindest, sagen wir so. Und jetzt ist es halt da, eigentlich genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Und jetzt wäre es halt irgendwie blöd zu sagen, nee, ich spiele den Server nicht, weil mir das und das nicht gefällt. Aber das Ding ist, ich mache halt eben gerade genau das und ich
muss sagen, ich finde die Entscheidung sogar gerade mal dumm von mir. Oh Gott, ich glaube, ich sterbe jetzt gerade. Ich kann den Partyfall nicht öffnen, wenn ich in der Party bin. Nice. Das heißt, ich muss die Party leaven, um zu checken, ob es eine bessere Party gibt. Das ist nicht gerade sehr cool, muss ich sagen, aber okay. Also, was ich auf alle Fälle hier feststellen muss, ist. Also, wie gesagt, der Ping. Ich spiele gerade irgendwie Hit and Run Elo, was wahrscheinlich die dümmste Entscheidung überhaupt war. Aber. Ich kann gerade fast keine zwei AoEs machen, ohne dass ich irgendwie fast verreck. Deswegen, ja, ich weiß nicht so recht. Ja, grundsätzlich, ich weiß es gerade momentan echt nicht. Ich meine, was spricht für den Server? Er ist gewissermaßen schon innovativ, wobei man sagen muss, die Features sind wahrscheinlich entweder gekauft oder geklaut, keine Ahnung. Ich werde es dir nichts unterstellen, aber naja, ich meine, die Sachen, die es wirklich gibt, sind jetzt nicht unbedingt. Also vielleicht ist es Selfmade, vielleicht ist halt eben das ehemalige Gamma Fife oder so, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, ist möglich. Also es ist irgend so eine Mischung zwischen Gamma Fife und Fife Returns. Viele auf YouTube haben geschrieben, es ist Gamma Fife. Ich muss sagen, es erinnert mich eher. Ja gut, ich meine, das könnte halt Fife, Gamma Fife wirklich sein. Gamma Fife, Kappa. Nee, aber. Ich weiß es nicht. Also, dass das Server auf alle Fälle auf Englisch ist, finde ich schon mal super. Und es ist wirklich. Es wurde scheinbar auch von Franzosen gemacht, weil hier sind super viele Sachen auch auf Französisch teilweise. Und auch das Englisch hier erinnert mich eher so an ein Fränglisch. Nein, kein Frankenenglisch, sondern französisches Englisch. Deswegen, ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Ich muss jetzt sagen, ich glaube, die Chance, dass das Server halt wirklich lang hält, ist ungefähr so. Naja, null. Nicht unbedingt null, aber sehr, sehr niedrig, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Ich will auf dem Server hier spielen. Warum mache ich jetzt hier einen Monster 8000? Achso, weil wir Feuer sind, okay. Ich will auf dem Server hier irgendwie spielen, aber. Es ist jetzt nicht genau das Server, wo ich sage, ja, geil. Hier, da glaube ich dran. Den Server spiele ich. Da muss ich sagen, das ist einfach nicht der Fall. Das ist einfach. Ja, das sind hier noch ein bisschen zu viele Barrieren. Das haut nicht hin. Ich meine, ich überlege gerade, wo es sinnvoll ist zu leveln. Hier oder im Tower. Ich meine, im Tower kriege ich halt noch Donate Coins. Schauen wir ganz schnell aus der Party raus. Okay. Ne, gibt nochmal keine Party, leider. 97er, das könnte nicht funktionieren. Ich meine, generell strebe ich mich ja schon so ein bisschen gegen Hybrid-Server. Also hier von wirklichen Raids, von den Raids und von der Levelgeschwindigkeit und von der Droprate und so. Gut, ich meine, Droprate hast du das natürlich hier noch nicht wirklich, kannst nicht mitkriegen. Was man am Anfang droppt, ist eh egal. Interessant wird es erst ab also in Dungeons und Co. Also wenn die Droprate in den Dungeons wirklich auf dem Niveau eines Mid-Raid-Servers wäre, dann muss ich das sagen, hätte ich da irgendwie schon Interesse. Aber irgendwie sagt mir jetzt so mein Gewissen oder mein Verstand, besser gesagt, tu es nicht irgendwie. Wisst ihr, das ist immer so ein bisschen. Ich meine, es ist wie mit Battlefly. Battlefly war für wie lange online? 3 Wochen oder so? 4 Wochen? Und dann merken sie, okay, Konzept geht nicht auf, beziehungsweise, oh, wir hatten bisher 234 Spieler Peak, jetzt sind bloß noch 39 online nach 3 Wochen. Und wir vipen einfach direkt wieder. Wow, danke für nix. Also, da muss ich sagen, bin ich enttäuscht worden von Battlefly. Da bin ich ziemlich, ziemlich enttäuscht worden. Also Battlefly, ich muss sagen, ich hab's nicht erwartet. Ich habe es so in der Art generell nicht erwartet. Ich meine, man muss es sagen, damals. Also man muss sich echt mal überlegen. Damals war Battlefly ein Server, der hatte mal. Ganz am Anfang hatte man 200 Spieler, dann ungefähr mal vielleicht 100 nochmal so oder knapp unter 100. Und dann gab es irgendetwas, was diesen Server einfach so krass gepusht hat.
Und das war, glaube ich, nicht ich. Denke ich. Dieser Server hat auf einmal dann, also ich meine, kam ein paar Spiele drauf, die haben ein paar Freunden und so erzählt scheinbar, und auf alle Fälle am Ende hatte dieser Server 800 Spieler. Ja, 800, muss man mal sich überlegen. Als Slow Raid Server. Also, der hat im Prinzip mehr Spieler als Forsaken momentan. Also, es waren wirklich 800 echte Spieler. Das ist schon eine Weile her. 2 Jahre, oder? Glaube ich, 2 Jahre, eineinhalb, 2 Jahre. Und da war noch was ganz noch ein bisschen anders. Da war die Community ein bisschen anders und sagen wir mal, einfach auch so ein bisschen die Moral der Admins. Da ging es weniger einfach um irgendwelche Online-Zahlen oder so. Mittlerweile ist es einfach so, es zählt nur noch die Zahl der Spieler online. Und man legt einfach so viel Wert darauf, dass man halt diese Zahl hat, wie gesagt, einfach zu. Also beinahe zu dem Server halt einfach faked. Und ja, ich meine, die Sache ist einfach, wie gesagt, das waren damals halt echte 800 Spieler. Und also heute vergleichbar, wie wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, Forsaken, Floral, CW oder so, irgendwie, sagen wir mal, 1100, 1200 Spieler hätte oder so. Wenn zum Beispiel 1100, 1200 dran stehen würde. Und wie gesagt, deswegen, ich bin am Überlegen irgendwie. Das war halt irgendwie echt ein geiler Server und die haben halt einfach kaputt gemacht. Also hier jetzt gerade, die haben halt einfach den Namen des Servers einfach in den Dreck gezogen, muss man einfach sagen. Ja. Das ist wie Corona of Life und Kingdom of Life damals. Kingdom of Life haben alle gehypt ohne Ende und Corona, ich meine, Corona war auch ein super Server. Aber es kam halt nicht mal annähernd an Kingdom of Life ran. Nicht mal annähernd. Und ich meine, Battle for Life macht das Folgendes: Die sagen, das Konzept ging nicht auf. Und jetzt gehen sie auf die ganz, ganz alten Files zurück. Ja, geil. Wow. Nice. Wahrscheinlich lag es an den Files und nicht an deren Inaktivität. Wow. So, hier haben wir einige Mid-Raid-Drops. Und erzählt mir jetzt bitte hier nicht, dass es nicht Mid-Raid. Das ist absolut normal. Dass mir so viel auf Mid-Raid droppt. Ja, hier, kann man sich nicht beschweren eigentlich. Ich hätte noch ein paar mehr Monster, weil ich unbedingt hier noch einen Stuff will. Auf alle Fälle, die wollen jetzt auf die alten Files zurück. Und also ich habe mir da irgendwie echt erstmal einen Facepalm gegeben. Ich meine, wenn die einfach selbst nicht mehr wissen, was den Server damals erfolgreich gemacht hat, ja dann, holy shit, ey. Sollen sie das doch gleich lassen. Und ich meine, was hat Battle for Life damals erfolgreich gemacht? Es war ein einziger Faktor, fast, also vielleicht 1,5 Faktoren, aber zu 80% war das einfach der Faktor des Admins. Raspmi war halt damals wirklich 24/7 aktiv, hat alles, was in die User gemacht, wie ich schon mehrmals erzählt habe. Er hat sich halt einfach wirklich oh Gott. Ist halt nicht mit Velo hier leveln. Er war einfach wie das. Ja, er war einfach das Gesicht von Battle for Life. Und ich meine, das Konzept damals, die Features, die waren nicht krass. Ja, ich meine, er hat eine Farmmap, okay. Konntest du viele Ingame farmen, die Dungeons waren ganz cool gebalanced, die Klassen waren gut gebalanced. Aber das war kein Grund zu spielen oder lang zu spielen. Also der Grund, warum einfach Battle for Life gespielt wurde und auch so lang gespielt wurde und halt auch mit so vielen oder von so vielen Leuten gespielt wurde, ist halt einfach, weil der Admin halt damals, weil Resmi unglaublich krass aktiv war. Und jetzt droppt mir ein Stick, ich will doch keinen Stick, ich will einen fucking Stuff. LGA haben wir gedroppt. Oh Mann, Kacke, also da muss ich eben sagen, ich weiß es nicht. Die sind irgendwie. Die verstehen einfach selbst nicht mehr, warum ihr Server damals gut war und warum er damals gut ankam. Und ja, es ist irgendwie traurig, weil wie gesagt, ich meine. Gut, klar, ich meine, ich würde nicht sagen, es ist einfach. Also hier nochmal den Server zurückbringen. Hier Battle for Life nochmal erfolgreich machen. Puh. Also.
Ich meine, das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt irgendwie einen YouTube-Channel von jemandem übernehmen würdest, der vorher mega. Also, wenn du angenommen, du wirst Kronks YouTube-Channel übernehmen, hast du vielleicht seine Abonnenten, aber du wirst niemals. Also, die Leute, die werden dich deabonnieren, die werden dich hassen, die werden dich haten, keine Ahnung. Weil die Leute wegen Kronk da waren und nicht wegen 2 Millionen oder wegen einem Channel mit 4 Millionen Abonnenten oder wegen einem coolen Profilbild oder so, wisst ihr? Und da muss ich einfach sagen, sorry, Battlefly, aber das will nicht hinhauen. Ich meine, ihr könnt irgendwie auf 2, 3 Jahre alte Files zurückgehen, mit uralten Systemen, mit Features, die absolut, ja, x Jahre alt sind, wie schon erwähnt. Da fehlen so viele Sachen. Ich meine, überlegt mal, was auf Live-PSA jetzt wirklich die letzten 2 bis 3 Jahre passiert ist. Das sind so viele Sachen passiert, da wurden so viele Bugs gefixt und so weiter. Also, ich verstehe nicht dann Denken irgendwie. Ich meine, die denken sich jetzt, die hauen die alten Files rein, die alten Systeme, die alten Features, also quasi keine Features, und damit das Server wieder beliebt. Ich verstehe deine Logik nicht. Ganz im Ernst, ich kann deine Logik nicht verstehen. Ich habe mich auf Battlefly mega gefreut und ich habe auch, ich muss auch sagen, ich habe auch wirklich gern drauf gespielt. Also hier jetzt das neue Battlefly, ich fand einige Ansätze ziemlich cool. Ich fand die Umsetzung nicht gut, aber ich fand die Ansätze ziemlich gut und auch die Grundgedanken dabei. Mit diesen Awake-Zeug und so, hier ist ein Endman-Stuff. Also, da muss ich sagen, fand ich einige Sachen cool. Instant Upgrade. Ja, jetzt erzählt mir nichts von Hybrid oder so. Es ist Mid-Trade. Boom. Ja, da muss ich einfach sagen, sorry Battlefly, aber das haut nicht hin. Also, ich meine, vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht hauen die alten Files rein und das Server wird wirklich wieder hier create again. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ich will das nicht hier komplett denen absprechen und so, aber ich sage einfach mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt, dass das der Grund sein soll, warum die Leute nicht drauf spielen. Also, die sind von 800 Spieler auf 39 runter. Und alles, was denen jetzt einfällt, ist einfach back to basic. Ich weiß nicht. Ich meine, meine Kritik an Battlefly war auch generell jetzt mittlerweile, oder damals, letztens halt eben, dass es viel zu einfach alles war. Das Ziel, das Ende war viel zu schnell erreicht. Ich meine, ein paar Oris farmen, hier alles schnell ab und so. Die Idee war geil, aber die Umsetzung war scheiße. Für ein Custom-Upgrade-System, mega geil. Definitiv. Unbedingt umsetzen, aber ich meine, was waren da? Die Leute haben 10 Sockel innerhalb von 15 Minuten gemacht. Really? Und jetzt wollen die zurück zu den alten Files. Ich weiß nicht, ob das gleiche System wieder mit reinnehmen, ob das es rauslassen. Also generell, das war eigentlich schon mal ein Feature, was mich dazu bewegt hat, eigentlich drauf zu spielen. Allerdings, wenn ihr jetzt das Feature rausnehmt, ist es gewissermaßen blöd, dumm. Und es drin lassen, dann haben sie wieder das gleiche Problem, weil innerhalb von kürzester Zeit alles erreicht wird. Und ich bin irgendwie so allein hier. Das ist Wahnsinn, ich bin auf Channel 1 und 50 Spieler. Auf alle Fälle. Ich meine, damals, die hatten ja auch nicht viel. Die hatten, ich glaube, wie weit ging es da? Aminos? Oder Crystal Labyrinth, glaube ich, gab es, oder? Ich weiß nicht genau. Da gab es nicht viel. Da gab es kein Behemoth, glaube ich. Da gab es kein Kalgas. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Damals ja aktiv drauf gespielt. Einfach. Ich meine, das Ziel, das da auch innerhalb von kürzester Zeit erreicht. 10er Raids damals. Wahrscheinlich wieder 10er Raids dann. 120 oder weiß ich mal, 121 und 129 war Maximallevel. Also, es braucht mehr. Und auch hier bin ich ja halt eben super skeptisch, weil ich jetzt halt sagen muss, ich glaube einfach nicht, dass es hier reicht. Von den Features, von der Tiefe des Gameplays und so. Ja, doch, möglicherweise schon. Aber es spielt eigentlich gar keine Rolle, wenn das hier Fly Returns ist. Dann wissen wir, wie kompetent das Team ist. Der Developer, der Admin. Und wenn es Gamma Fly ist, dann wissen wir zwar, okay, die hätten zwar.
Na, okay, gut. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel das von denen jetzt wirklich selbst entwickelt ist. Wir wissen halt auch, dass die unglaublich viele Release-Sachen nehmen oder halt einfach Systeme abkaufen, klauen, was auch immer. Ich meine, ganzen Referenzen hier zu Clockworks ist halt irgendwie, zu Zwölf-Life ist halt echt ein bisschen auffällig. Also, ich meine, du klickst irgendwas durch und irgendwie, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist ein bisschen eigenartig. Und grundsätzlich muss man sich einfach fragen, ich will gerade mal nur 20 machen und bin gerade zu so voll, nach Arteza zu gehen. Grundsätzlich muss man sich natürlich dann fragen, war das Team wirklich so kompetent? Hat das wirklich aus eigener Kraft geschafft? Oder ist es einfach nur zusammengekauft und die haben hier ein paar Raids eingestellt, haben hier ein paar Sachen gemappt und ein paar Dungeons gemacht, wofür es wahrscheinlich nicht viel Skill braucht. Ein bisschen was am Balancing geschraubt. Wofür. Na, ich denke mal, normale Mathekenntnisse. Wobei, normale Mathekenntnisse ist vielleicht nicht. Vielleicht ein bisschen erweiterte Mathekenntnisse ausreichen und minimal Ahnung von C++ und. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Also. Ich meine, auch Gamma Fly hat halt einfach von Anfang an halt schon keine sehr großen Überlebenschancen. Und. Also lange ich halt eben nicht weiß, wie sicher das Server hier wirklich ist. Also wie sicher, dass man hier oder ob man hier in Ruhe drauf spielen kann und mal wie Angst haben muss, dass das Server nach ein paar Tagen down geht. So lange muss ich jetzt sagen, werde ich hier wahrscheinlich nicht spielen. Also ich gebe dem Server jetzt mal so einen Monat oder so Zeit oder vielleicht mal zwei sogar, je nachdem. Eher einen Monat wahrscheinlich. Und wenn danach noch online ist, wenn noch Spiele drauf sind, wenn man hier sieht, ja, keine Ahnung, hier, Gott, Alter, hier erstmal zurechtkommen. Ich muss mal schnell den Ringmaster rausschicken und so. Also dann kann ich mir vielleicht schon vorstellen, dass ich hier das sage, ja, doch, mach mal. Aber ansonsten bin ich ein bisschen skeptisch irgendwie momentan. Okay, also wir droppen nicht viel Geld. Ich weiß nicht, wie ich hier irgendwie. Ich bräuchte hier theoretisch Unmengen an Pierin. Das, also. Ich weiß nicht, ob man das hier wirklich später so schnell zusammenkriegt in der Farm oder so. Aber momentan bekomme ich hier nicht viel. Also 40 Mille. Und das ist ja auch schon von beiden Charakteren. Also gibt hier keinen Shared Pain, ja. Puh, ja, ich weiß nicht. So. 69. Na, die kriege ich jetzt nicht mehr. Oh wow, ich kann teleport while in combat. Cancel, okay. Ja, was soll ich zu sagen? Also ich bin noch immer skeptisch. Gerade solche Sachen wie mit den Astrion und so. Oder mit diesen Monstern. Oder dass hier zum Beispiel die Beschreibung fehlt im Forsaken Tower. Auch mit den Sets. Mit der Beschreibung hier irgendwie. Ich bin Elementalisten und haben Set für den Shop Elementor. Also das heißt, die haben halt nicht mal die Klassennamen verändert. Sondern bloß halt eben von diesem Login-Teil haben die halt da die. Also die Klassennamen verändert. Oder die Class Selection halt. Und hier halt haben sie ein bisschen die Namen verändert und das war's ansonsten. Nur die Item-Namen und halt eben die Anzeigenamen. Aber hier also meine Klasse ist immer noch Elementor. Und das finde ich halt irgendwie schon ein bisschen beschissen. Wenn ich jetzt auf den Ringmaster gehe, habe ich hier Ringmaster-Sachen an. Obwohl ich. Was war ich da hier? Ey, ich habe nicht meine Ahnung, was ich hier überhaupt war. Dieses Ding hier? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist kein rundes Konzept. Es erinnert mich gerade an irgendeinen Server, aber ich erinnere mich nicht mehr dran, wo das war. Ich glaube, es könnte Gamma gewesen sein. Ich glaube, es war Gamma Fly. Ja, ich glaube. Ich bin nicht überzeugt einfach. Ich bin noch nicht überzeugt und ich weiß es nicht. Wurde die Arena verändert?
Wahrscheinlich ja. Okay, die wurde nicht verändert. Uralte Texturen hier noch drin. Also, meine, die Texturen hier gehen ja sogar noch, aber. Also, weil die generell. Oder sind das neue? Ne, das sind neue Texturen, oder? Neue Texturen mit alten Texturen. Okay, also hier dann Schönheitspreis, gewinnen die Texturen wahrscheinlich nicht mehr. Aber. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir aber nicht sicher, was ich hier sagen soll dazu. Ich find's cool und ich find's scheiße zur gleichen Zeit. Es müsste mal lieber reingesteckt werden und es ist einfach schnell online gebracht. Aber man hat sich keine Gedanken gemacht. Man hat wirklich keine Liebe reingesteckt. Man hat es, glaube ich, nicht mal selbst gespielt, denke ich mal. Das ist einfach auch das Problem. Mr. Flive und Miss Flive, das sind coole Dinger hier. Ich habe keine Steuern. Das sind coole, ja, wie soll ich sagen, keine Ahnung. Coole Sachen einfach, dass man es hier so ein bisschen mit reinbringt. Das ist hier schon noch so ein bisschen Kult irgendwie geworden. Miss Flive mit diesem Band außenrum und so. Mit den Events damals und so. Das finde ich cool. Das ist cool. Und auch die Map hier. Also, der Mapper hier, der hat sich wirklich viel Arbeit gemacht. Und auch die Features, die hier drin sind. Zum Teil zumindest. Sind cool gemacht. Aber alles, was die halt eben so selbst gemacht haben, habe ich das Gefühl, da hört es einfach auf. Da ist es nicht mehr cool. Da hört das Schöne auf. Da ist es nicht mehr fancy und schön und rund. Da ist es ganz, ganz eckig und ganz, ganz unvollendet und ganz, ganz buggy. Ja, auch, dass ich nicht die Partyfeinde öffnen kann, wenn ich in der Party drin bin. WTF. Das spricht das nicht gerade für den Server. Also nicht das mit dem Partyfeinde, aber halt generell. Diese Sachen da. Ich meine, ich schreibe oft mit werdenden Server-Admins in Anführungsstrichen. Und die präsentieren dann teilweise die ganzen Ideen, einmal, wo ich mir so denke, das könnte auch von einem 10-Jährigen stammen, der halt gerade irgendwie einfach einen Flyster machen will und keine Ahnung davon hat. Und deswegen, so kommt es mir halt irgendwie auch ein bisschen vor. Bin mir auch nicht sicher. Weiß nicht. Naja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFP.